Moini Moinchen, ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen hier auf dem Klo mit Montezumas Return. Das passt ja irgendwie direkt wieder wie die Faust aufs Auge. Montezumas Rache hier auf dem Klo. Ich stelle Männlichkeitsmuffin mal auf gute 5 Minuten, dass wir ein bisschen reinschnuppern können in dieses Spiel, was auf dem Gameboy 98 gekommen ist, also mega spät. Und wenn meine Recherchen stimmen, auch nur im europäischen Bereich. Deswegen können wir uns hier verschiedene europäische Sprachen auswählen. Wir nehmen doch mal Deutsch und ihr seht schon, Take-Two ist hier involviert und Utopia Technologies bzw. Tarantula Studios, da sieht man es auch, haben das Ganze programmiert. Und das ist interessant, weil aus Tarantula Studios ist mittlerweile Rockstar Lincoln geworden, also eine Dependance von Rockstar. Und die haben so einige interessante Spiele auf vor allem den Game Boy Color gebracht. Also das erste GTA zum Beispiel, das zweite GTA, dann auch noch irgendwie Hide and Destroy oder wie hieß das? Hidden and Dangerous, genau. Für die PS1, was habe ich hier noch so stehen? Ein Austin Powers Game haben sie auf den Game Boy Color gebracht. Dieses Spiel ist auch eine Doppelausführung, also gibt es sowohl als klassisches Game Boy Modul als auch als Game Boy Color Ableger. Ja, und wenn man jetzt mal hier so in den Demo-Modus die ganze Präsentation sieht, kann man sich das, glaube ich, auch ganz gut in Farbe vorstellen, aber auch in Monochrom läuft das doch ganz okay. Ja, und wenn ich jetzt so diesen Demo-Modus hier sehe, dann erinnert mich doch auch genau das daran, was ich so erwartet habe, ne? So an Rick Dangerous und dieses Indiana-Jones-Spiel, was wir uns vor längerer Zeit schon mal hier auf dem Gameboy angeguckt haben. Irgendwie wie so ein Mashup da draußen. Und jetzt gucken wir einfach erstmal rein. Ja, Montezumas Return ist aber kein Abklatsch von Rick Dangerous, sondern Rick Dangerous ist ein Abklatsch von Montezumas Revenge, dem Vorgänger von diesem Spiel. Ja, Montezumas Revenge ist allerdings nie auf dem Gameboy gelandet, sondern war halt so, ja, in der Generation vorher. Commodore 64, Intellivision meines Wissens nach und so diese ganzen Sachen. Ach, guck mal, unsere Hauptfigur hier macht auch nach einer Zeit, kriegt sie Langeweile und tippelt so ein bisschen mit dem Fuß. ja, und ich, jetzt liest er ein bisschen seine Karte. Sehr schön. Wir gucken einfach mal. Genau, gerade im Demo-Modus ist er hier schon nicht weitergegangen, weil man da einfach noch nicht weiterkommt. Uns fehlen die Schlüssel. Okay, da unten rollt der Totenschädel. Ich denke mal, dem sollten wir aus dem Weg gehen. Oh, okay, One-Hit-Kill, alles klar. Ah, da sieht man auch die restlichen Leben. 4 oder 5 Leben habe ich jetzt noch. Ich Blödmann, da müssen wir natürlich runterklettern. Okay, also in dem Hinblick ist es Rick Dangerous sehr ähnlich, aber jetzt ist die Gefahr gebannt, ne? Der Totenschädel ist weg, da ist der Schlüssel. Und jetzt kann ich wahrscheinlich entscheiden, in welche Richtung ich gehe, ne? Hier kann ich hoch, da hinten kann ich hoch, da sind Feuer und irgendwelche Edelsteine, also gehen wir... Ich kann doch nicht entscheiden, wo ich hingehe, er kommt hier nicht wieder hoch. Ich muss hier lang. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, außerdem ist es hier nochmal anders als bei Rick Dangerous. Es ist nicht so, dass hier überall so Todesfallen auf uns warten würden. Bei Rick Dangerous ist ja ganz typisch, dann kommt die rollende Steinkugel, die uns überrollen will. Dann kommen Pfeile aus der Wand. Also man muss ständig links und rechts die Augen und Ohren offen haben, was da gerade so passiert. Hier sind es eher so Gegner, wie so ein rollender Schädel. Oder ja, so ein Feuerchen oder so eine Spinne, die uns an den Leib möchten. Ich wollte es vorhin noch gesagt haben, von der Leiter kann ich nicht runterspringen, aber ich kann beim Seil so springen. Lustige Animation auf, wie er da hochkrabbelt. Das sieht irgendwie niedlich aus. Runter geht's ganz schnell. Hoch geht es sehr langsam. Ja, jetzt ist die Frage, was wäre der richtige Move? Ich würde sagen, so. Ah, zu spät losgesprungen. Okay, da geht das nächste Leben. Okay, ich habe immer noch 4 Figuren da stehen. Das Gute ist, er behält die Upgrades. Ne? Ich habe den Schlüssel jetzt tatsächlich schon eingesammelt. Jetzt krabbelt doch mal da runter. Ah, der Totenschädel. Da sollten wir vorsichtig sein. Und wir krabbeln mal hier runter. Es erinnert mich dann doch vom Gameplay eher so ein bisschen an den Indiana Jones Teil, den wir schon mal uns hier angeguckt haben. Okay, boah. Tief runterfallen darf er auch nicht. Das Förderband macht uns auch kaputt. Die Leben werden mir nicht abgezogen so richtig, ne? Wobei bei... Also bei, von der Stange kann ich auch nicht springen, wie ich gerade sehe. Ich wollte das Messer eigentlich eingesammelt haben. Bei Rick Dangerous war das doch auch so, dass man irgendwie 10 Leben oder sowas hat. Vielleicht ist das hier ähnlich. Nein! Boah, die Steuerung macht mir ein bisschen zu schaffen, aber es geht. Wenn, man kann sich dran gewöhnen. Boah, die Flammen fressen tatsächlich das Seil auf. Boah, man muss hier wirklich ein bisschen konzentriert bei der Sache sein. Wir reden jetzt natürlich auch noch über Preise. Über den Developer haben wir schon geredet.
Und der Vertrieb Take-Two gehört natürlich mittlerweile auch zu Rockstar und 2K und was da alles dran hängt. Ne? Also die beiden Firmen, die hier involviert waren, oh, ey, der hält ja gar nichts aus. Er kann einen Frame oder beziehungsweise, ja, Frame ist übertrieben, aber eine Höhe von sich selbst kann er fallen. Alles andere bringt ihn um. Das ist ja mal ein harter Held, ey. Es ist genau wie bei Rick Dangerous, dass, jetzt werden die Leben abgezogen, dass man hier wirklich, wenn man so ein bisschen fahrig wird, ne, man will jetzt, die Zeit macht mir auch noch Druck, man will jetzt hier was schaffen. Die Gefahr ist gebannt, genau. Ach, guck mal, der ist auch weg, jetzt habe ich ein Messerchen. Habe ich denn nur ein Messer oder habe ich mehrere Messer? Wie nutze ich das Messer? Ach du Scheiße, hier sieht man auch, wo man ist. Ich habe noch 2 Leben. Boah, okay, guck mal, so viele Level scheint es wohl zu geben. 6 Pyramiden oder sowas. Ich bin hier in der ersten. Krasse Kacke. Was haben wir jetzt eingesammelt? Also mit den Power-Ups verstehe ich noch nicht so ganz. Bin ich jetzt gerade unverwundbar? Ich bin unverwundbar. Hoch. Boah. Die Flammen bringen mich trotzdem um. Was soll das denn? Was ist das denn für ein Blödsinn? Ich dachte, ich nutze mal eben die Unverwundbarkeit. Ja. Oh, Gott sei Dank hat er sie am Seil festgehalten. Schlüssel. Ja, aber so arbeitet man sich doch einfach mal ein bisschen nach vorne. Cooles Ding. Zeit ist abgelaufen, deswegen eben noch schnell über die Preise. Die sind nämlich, naja, abwechslungsreich, möchte ich mal sagen. Das Modul ist ja wirklich in vielfacher Ausführung zu bekommen. Das reine Game Boy Color Modul, also ne, diese schwarzen Module, die man halt kennt, ist ein bisschen günstiger. Reine Modulform 14... was war das? Ach, das Messer, das ist einmalig in einen Gegner reinrennen. Oder einmalig dem Tod halt von der Schippe springen, okay. Letztes Leben. Habe ich das gerade schon gesagt, 14, 15 Euro so um den Dreh für das reine Color-Modul. Für ein Gameboy-Color-Spiel in OVP müsst ihr ungefähr so 30, 40 Euro einrechnen. Und das Modul für den klassischen Gameboy, also das graue Modul, Ende des Spiels. Das ist aber ein cooler Bildschirm. Der sieht doch geil aus. Das lassen wir einfach jetzt mal so stehen. Das reine Gameboy-Modul müsst ihr so 25 bis 30 Euro mitrechnen. So, der aktuelle Preis und die OVP für den klassischen Game Boy ist natürlich deutlich weniger verkauft worden im Jahr 98, ne, als die Color-Version, liegt bei ungefähr 100 Euro. Habe ich leider nur eine einzige ausgelaufene Auktion gesehen, die war dann auch noch bei einem professionellen Händler. Von daher kann man nicht so 100 pro von der Echtheit dieses Preises ausgehen, aber naja, so 100 Euro ist leider das einzige, was ich in OVP für einen klassischen Game Boy gefunden habe. Cooles, kniffliges Action-Erkundungs-Puzzle-Game irgendwie mit einem recht hohen Schwierigkeitsgrad. Nicht ganz so fies wie Rick Dangerous, finde ich, aber geht ein bisschen in die Richtung. Schöner Nachfolger von einem sehr ähnlich gelagerten Vorgänger, Montezumas Revenge. Auf dem Game Boy ist es halt auch in 2D gehalten, auf anderen Konsolen und auf dem PC in 3D. Ne? Das hat es vielleicht nochmal ein bisschen variabel gemacht zu dem Vorgänger eben. Ja, meine Lieben, dann danke ich euch fürs Dabeisein. Gerne Wünsche für die List of Vidiclo auf die Liste, denn das habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist ein Wunsch von Mike Krause gewesen, von der List of Vidiclo. Also, schönen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Kommen Sie wieder, bleiben Sie geil und immer schön drauf bleiben. Ktsch.